Hi, ich bin der Kai von Somald Outdoor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind wieder massig Stechmücken, aber heute habe ich Thermazell mitgebracht. Das mache ich jetzt gleich an und dann haben wir hier Ruhe. Heute geht es weiter im Camp, beziehungsweise es geht weiter am Lehmsteinofen, beziehungsweise am Dach. Wir haben ja das letzte Mal die 4 Pfosten montiert, eingegraben und montiert, im Boden verankert. Und ich habe jetzt zwischendurch noch die 2 Querbalken montiert. Das hat leider nicht mit einfach nur einer Holzverzapfung gehalten. Ich habe jeweils einen Nagel reingeschlagen, so einen langen. Und jetzt ist fest, jetzt ist gut. Ja, weil das wäre uns irgendwann, bei einem Sturm wäre uns das weggeflogen, das Dach. wie ihr wisst, ich habe mir ein Schindeleisen besorgt. Das werden wir jetzt heute mal testen. Ich habe noch nie Schindeln selbst gemacht, aber ich denke, wir werden es hinbekommen. Ich habe ja den Holzhammer und ich weiß auch gar nicht, wie lang die sein müssen. Ich hole gleich mal drüben einen Klotz und dann hauen wir da einfach mal ein paar Schindeln ab. Das Einzige, was ich nicht habe, beziehungsweise ich habe es nicht gefunden, es gibt ja so ein Zugeisen, mit dem man zum Beispiel Bäume entrinden kann und so weiter. Und damit werden normalerweise die Schindeln quasi geklättet, werden Unebenheiten rausgeschabt, rausgeschnitzt. Das habe ich jetzt leider nicht zur Verfügung, da müssen wir mal gucken, ob wir das so hinbekommen, weil ich habe es nicht gefunden. Ich muss mal schauen, wo ich es hingelegt habe. Aber das Schindeleisen haben wir. Ich trinke jetzt noch meinen Kaffee, dann holen wir drüben mal den ersten Klotz und dann fangen wir einfach mal an und gucken, wie es passt. Und auch erst dann will ich die weiteren Querlattungen da dran nageln, weil ich erst mal schauen will, ja, wie es von der Länge her passt, wie wir das aufteilen. Aber das wird schon klappen. Wäre schön, wenn wir es heute schaffen, dass wir das Dach zubekommen. Da können wir beim nächsten Mal nämlich mit dem Ofen anfangen. Ich habe richtig Bock auf den Ofen, mal Pizza zu machen oder mal einen Fleischkäse. Das wird bestimmt richtig cool. Ja, wenn du mit mir erleben willst, wie ich hier Dachschindeln selbst mache und ein Dachdecke, ein kleines, dann bleib dran. Ja, das ist von der Länge her. Wir probieren es einfach mal aus. Wir nehmen es mit rüber und fangen einfach mal an. So, müssen wir mal schauen. Boah, da sind ein paar Äste drin. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und schlagen schon mal hier rundherum Scheiben mit der Rinde ab, weil das können wir sowieso nicht gebrauchen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen, wie das funktioniert. Ich lege einfach mal los. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Wir probieren es aus. Ja. Das ist doch schon mal ein Scheibchen. Wir machen jetzt erstmal die Rinde hier ab. Thank you.
also doch unser erster Schindel. Na, wird's scharf? Ja. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich weiß halt nicht, ob das von der Länge her gut ist oder wie lange die sein müssen, aber wir können es ja machen, wie wir das wollen. Ich würde sagen, ich schlage jetzt noch 2-3 Stück von denen ab und dann halten wir die mal drüben an, um mal zu schauen, wie wir da den Abstand von der Verlattung machen müssen. So, jetzt haben wir mal eine Ladung. Ich habe mir zwischenzeitlich noch mal einen anderen Klotz geholt, weil der ist irgendwie nass und der ist voll mit Ästen. Das heißt, da sind nur Löcher bei rausgekommen beim Abschlagen. Wir probieren jetzt mal, wir legen die mal drüben an und dann schauen wir mal, wie das passt, ob wir das so hinbekommen. Nimm die jetzt einfach mal mit. Die mit der Rinde können wir vielleicht auch noch gebrauchen irgendwie. So. Jetzt gucken wir mal, wie wir das vom Abstand her, wie wir die Querlatten vom Abstand her platzieren. Boah, mich hat schon wieder eine erwischt. Trotz Fermacell und trotz Autan. Oh, juckt das. Weil wir müssen, dass das wirklich dicht wird, müssen wir quasi so überlappen und oben drüber versetzt, ne? Weil sonst, wir können ja nicht anstoßen hier, sondern wir müssen das ja hier drüber legen. Und zwar nicht so, sondern versetzt, weil sonst wird es, glaube ich, nicht dicht. Ich würde sagen, ich halte jetzt mal die Latten, Schindeln an und dann gucken wir mal, in welchem Abstand wir die Latten festmachen, die Querlatten. Ja, dann schauen wir jetzt mal. Ich habe mir gerade auch noch Nägel geholt. Nehmen wir einfach mal die kürzesten. Also ich würde sagen, so ein bisschen lassen wir hier noch überstehen. Dann können wir ja. Und dann kann man die da festnageln. Da habe ich auch so kleine Nägel besagt mit großen Köpfen. Jetzt müssen wir mal abwarten, wenn wir die später annageln, wenn die reißen, dann habe ich so kleine Handbohrer dabei, da müssen wir noch jede Schindel anbohren für die Nägel. Sonst, ich weiß nicht, ob sie reißen, wir müssen es ausprobieren. Wenn nicht, muss ich die auch noch anbohren. Das wird dann auch noch richtig schön. Aber gut, ich habe sie nicht anders gewollt. Ja, und wenn wir jetzt quasi, ich lege einfach mal hier welche drauf, dass wir uns das mal bildlich vorstellen können. Da können wir auch welche nehmen, die nicht so schön, die ein bisschen ausgefranst sind. Da lassen wir es einfach an der Stelle ein bisschen überlappen und dann ist das auch gut. Ja, die eine Schindel hier ist wieder ein bisschen länger, aber das macht nichts. Ja, ich glaube, so müssen wir die legen, oder? Weil wenn ich die einfach nur
so nebeneinander lege, wird es dann dicht? Ich denke schon, dass wir das so machen müssen. Es braucht natürlich mehr Material, ne? Und dann die nächsten, dann versetzt so drüber. Dann haben wir zwar von hier unten einen Abstand, aber das dürfte ja da nicht reinregnen. Das Wasser läuft ja von oben ab. Ja. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal so. So als Laie. Ich räume die Schindeln jetzt mal ab. Und dann machen wir mal die Latte fest und dann schauen wir mal. So, das ist jetzt fest. Ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an und befestigen die erste Reihe Schindeln, dass wir einen Anfang haben und dann, dann muss ich wieder weitere Schindeln abschlagen. So, ich habe hier Nägel mit großen Köpfen. Laienhaft wie ich bin, habe ich halt einfach mal welche gekauft. Wir probieren es mal aus, ob es geht. Ich hoffe, dass die Schindeln nicht springen oder reißen. Ich habe mir jetzt aber überlegt, wir probieren es, wenn wir das so übereinander überlappen lassen, dann brauchen wir viel mehr Schindeln. Ich probiere das jetzt so, dass wir die einfach nur so überlappen lassen. Das reicht aus. Also wenn da mal ein Tröpfchen Wasser reinkommt, ist es auch nicht schlimm, ein Tröpfchen Regen. Ja, so machen wir es. Ich glaube, wir müssen es doch so machen, weil sonst entstehen zu große Spalte. Wir müssen das doch so überlappen lassen. Anders wird es nicht gehen. Aber ich habe jetzt zwei Nägel reingeschlagen und es ist noch nichts gerissen. Ich will mal den Tag nicht vom Abend loben, aber ich glaube, das sieht gut aus. Ja, wir haben ein Problem. Ich brauche dieses Zieheisen, weil ich muss die Schindeln glatter bekommen, weil ich sonst die Übergänge nicht hinkriege. Das heißt, ich muss hier aufhören mit dem Dach und muss zuerst dieses Zieheisen suchen, weil das sonst nicht dicht wird. Das ist, wir kriegen da die Übergänge nicht hin.
Aber das ist gar kein Problem. Dann fangen wir jetzt einfach an mit dem Ofen. Wir setzen schon mal die Steine rein und schauen, wie wir den Ofen bauen und machen da einfach weiter. Wir brauchen ja den Lehm noch nicht aufzutragen. Wir können ja schon mal das Grundgerüst vom Ofen anfangen zu bauen und dann, dann machen wir beim nächsten Mal mit dem Dach weiter, wenn ich dieses Zieheisen habe, weil wie gesagt, wir kriegen hier keine richtigen Übergänge hin. Das hatte ich nicht bedacht. Aber wir haben ja noch genug zu tun. Ich mal alles zusammengekarrt. Ich habe hier auch noch ein altes Ofenrohr. Vielleicht können wir das auch noch irgendwie einbauen. Das ist gefährlich hier. Das schneide ich jetzt mal zuerst ab. Sonst habe ich mir da nämlich garantiert den Kopf dran gestoßen. Ich habe drüben im Pavillon noch diese Steine hier. Da gucken wir mal, was wir mit denen machen. Die können wir auch noch mit einbauen. Diese eckigen Steine hier, die will ich quasi innen reinbauen, dass man die nicht sieht. Also ich will nicht irgendwelche glatten Betonsteine haben außen, also die man außen sieht, sondern die bauen wir innen rein und bauen daraus quasi unsere Kammer, wo wir was zubereiten können und vielleicht sogar die Brennkammer unten. Da müssen wir mal gucken, weil ich habe darunter sind auch noch ein paar alte Schamottsteine, die sind wohl aus einer Elektroheizung. Die sehen auf jeden Fall so aus. Und ja, damit puzzeln wir jetzt was zusammen und dann schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Ich denke, wir fangen einfach mal an und dann wird sich schon irgendwas ergeben.
Ja. So ungefähr hatte ich mir es vorgestellt. Wie gesagt, die ganzen Zwischenräume zwischen den Steinen, das wird alles noch, ich habe da drüben ja, ist ja Sumpfgebiet, da ist lehmhaltiger Boden und da wird mit dem lehmhaltigen Boden werden alle Zwischenräume geschlossen. Ich mache doch kein Ofenrohr dran, ich finde das passt irgendwie nicht hier in den Wald. Ich habe hinten was offen gelassen, dass die Wärme quasi in die Backkammer zieht und dann oben abziehen kann. Und ja, da haben wir, hier können wir Feuer machen und hier haben wir die Backkammer. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal schnell zusammengebaut. Ich muss noch Steine organisieren fürs nächste Mal, dass wir noch den Ofen rundherum mit den Steinen fertig bauen können. Und ich muss halt massig lehmhaltigen Boden da drüben holen, dass wir das alles schön, das soll nachher wie eine Kuppel ungefähr werden. Also die Steine, die Ecken sieht man nachher so gut wie gar nicht mehr. Das ist der Plan. Und ja, so finde ich, sieht es schon mal ganz gut aus. Was ich halt unbedingt will, ist, dass der komplette, diese Zementplatten, die wir da drin haben, dass man die von außen nicht sieht. Weil das finde ich nicht so toll. Ich finde, das passt nicht in den Wald. Ein schöner Tag im Camp geht zu Ende. Leider mal wieder viel zu schnell. Wir wollten heute eigentlich das Dach bauen. Das ist leider ja nichts geworden, weil ich die Dachschindeln nicht richtig gerade bekomme, weil da entstehen zu viele Spalte und da läuft überall das Wasser rein. Das macht keinen Sinn. Das heißt, ich muss dieses Zugeisen muss ich suchen und dann machen wir das beim nächsten Mal, wenn ich das Eisen habe. Aber wir haben ja gut umdisponiert und haben dann schon mal mit dem Ofen angefangen. So ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt, dass wir die Betonteile und die Schamottsteine, was wir hier liegen hatten, einfach innen reinbauen und außenrum mit Steine verkleiden. Die ganzen Zwischenräume machen wir ja noch zu mit lehmhaltigem Boden. Ja, also mir gefällt der so, der muss nur noch funktionieren. Wenn ihr eine Idee oder eine Anregung habt zu dem Ofen, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, weil ich habe noch nie einen Ofen gebaut. Ich weiß auch gar nicht, ob er funktioniert. Ja, dann, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und denkt an ein Abo. Mit dem Abo könnt ihr mich kostenlos unterstützen, mich und meinen Kanal. Schön, dass ihr dabei wart und mit mir wieder ein Abenteuer erlebt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Kai von Sonnwald Outdoor. Ciao.